Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge haben wir uns hier an den Kampfsimulator hier herangewagt und alles fertig gemacht, was uns in den Weg gekommen ist. Ich habe die beiden restlichen Einzeldinger mit Tifa und Barrett offscreen nachgeholt und ja, waren genau die gleichen Gegner. Mir ist aufgefallen, dieser Casey Jones Typ hier, der Typ mit der Maske, der hat irgendwie einen Meistergürtel zu stehen, aber habe ich mich jetzt nicht drauf gemacht, weil ich habe schon zwei von denen und ja, ich brauche nicht noch einen anderen. Der Stuhl einfach direkt vor dem ist hier. Ja, da wir jetzt hier fertig sind, sagst du irgendwie was Besonderes darauf? Nö, okay. So, oh mein Gott, du bist so cool oder so, dem du alles erledigt hast. Und ja, ich würde dann sagen, wir gehen dann weiter und gehen in den 64. Stock. Da müssen wir, glaube ich, machen, ne? Und hier passiert direkt was. Hi. Cloud. Du bist Cloud, oder? Mensch, Cloud! Schon gut. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud! Ein Glück, dass du lebst. Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Warte hier. Ich geh Kanzel holen. Nicht weggehen. Okay. Bekannter? Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. Okay, ich wette... ich weiß nicht, ob sich da irgendjemand noch erinnern kann dran, aber als Cloud irgendwie hier von diesen ganzen Soldaten mal geflohen ist, ne? Wenn diesen gegen diese Gongaga-Wache da gekämpft haben, da... war irgendwie so ein Typ, der irgendwie seine Hand so rausgestreckt hat. In einem Moment und so... weil nicht irgendwie so ein Hinweis gegeben hat, der vielleicht Cloud kannte. Ich nehme an, das war die gleiche Person, ne? Sonst wäre irgendwie, weiß nicht, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, weil diese Person irgendwie, keine Ahnung, die ist irgendwie so aufgetaucht, so hat irgendwie so Cloud angeguckt, so warte mal. Aber das ist irgendwie nie angesprochen worden. Bis jetzt. Also ja. Also ich nehme jetzt mal an, das war die gleiche Person, ne? Weil sonst wäre die. Es wäre die Szene von damals ein bisschen sinnlos gewesen. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, das Ding sagt mir, ich soll hier hoch. War da oben Aufzug? Nee, ne? Ich muss den ganzen Weg hier wieder zurücklaufen. Die anderen Platten sind doch hoffentlich sicher. Anscheinend, ne? Okay, dann gehen wir mal zurück. Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Nein, Terroristen sind schon hier drin. Oh ja, ich glaube, ich bin ja richtig. Und da sind einige. Ah, da ist der Präsident. Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Wutai reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln. Allerdings wäre da noch eine Sache. Was? Palma hat es mir erzählt. Oh. Tja. Barrett. Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Aeris. Ich hätte ihn so gut erschießen können jetzt. Ja. Wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. Ich habe mich auch schon gefragt, irgendwie, wenn die ganze Zeit Wutai dafür irgendwie für all das verantwortlich machen, wie reagieren die denn darauf? Die müssen das ja auch irgendwie sehen. So denken so, was? Das waren wir doch gar nicht. Wir sind am anderen Ende der Welt. Wir sind am Chillen. So. So. In die Reihenfolge der Ereignisse, die ja noch passieren, bin ich mir jetzt nicht mehr so komplett sicher. Oh, ich weiß noch so ungefähr, was hier alles passiert. Ah, jetzt kommen wir Archiv, da ist, wo der Präsident ist, ne? Da ist der Erholungsbereich, da waren wir gerade, ne? Da kommen wir gar nicht zu den anderen. Ach, wir sind ja okay.
Ich guck gerade, oder wer mehr? Ich glaube nicht, dass wir irgendwas übersehen, verpasst haben bis jetzt. Also, was? Soll ich noch mal hin? Soll ich nicht so? Soll ich nicht den Aufzug hier nehmen? Ach ja, in die Toilette sollen wir genau. Ach ja, wir sollen die. Ja, genau, das meine ich. Dass das Meeting belauscht wird, das wusste ich noch, aber habe jetzt irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt, dass ich das jetzt machen muss. Dann werde ich jetzt wohl hier rein können, ne? Ja. Oder ist auch noch was? Warte mal. Ah, nee, jetzt sind, nee, hier sind wir gerade. Ja, hier sind wir. Auch da drin ist? Vermutlich ja. Was war gerade? Wer ist da gerade reingegangen? Ich habe da jetzt nicht so schnell gesehen. Da drin findet gerade ein Meeting statt. Ach, die sind gerade reingegangen. Warte mal, was? Die sind von da? Die sind doch nach oben gefahren gerade. Was? Und jetzt? Wir begeben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen? Tu nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Oder nicht? Achso, wir gehen nicht in das falsch rein, ne? Ja, da verstehe ich. Aber die sind jetzt gerade im Fahrstuhl nach oben gefahren. Und dann sind sie jetzt hier um die Ecke gegangen. Wie geht das denn, ey? Die sind doch nach oben gefahren. Die müssten nur. Warum sind denn die an? Ich verstehe es nicht. So, das ist schon mal richtig. Na gut, egal, ist Shinra, muss man nicht verstehen. Denkt sich Barrett so. Die spinnen, die Shinra. Ja, ne, will verpassen. Ah, okay. Die haben das hier, das Gebiet ein bisschen, weiß nicht, überschaubarer und linearer gemacht als im Original. Es war ein bisschen schwieriger, sich irgendwie zu bewegen. Sind die alle da drinne? Nee, ne? Das ist die Damentoilette. Das wusste ich. Okay, ich warte hier. Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach, ist auch egal. Okay. Na gut. Zum Glück ist keiner hier. Gegen die Slum-Klos ist das der reinste Palast. Suchen wir den Lüftungsschacht. So, da müsste ja irgendwo beim Klo sein, ne? Ja. Ich muss mich da hoch sein. Volltreffer. Passt du da durch, Barrett? Und was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Na gut. Aber ich gehe vor. Es ist nur ein Lüftungsschlag, Cloud. Na gut, dann belauschen wir mal die Leute. Und ja, ist so schön zu erzählen haben, ne? Wenn wir alle auch so ein bisschen kennen, ne? Ganzen hohen Tiere von Shinra. Ich kann auch nicht mal gucken, was da ist. Nö. Okay. Angeblich ist tiefer hinter mir. Auf der Karte bewegt sich was hinter mir, aber wenn ich sowieso nicht sehen kann, dann wird schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7 und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich?
Vielleicht. Entweder das oder alle sind tot. Und belauschen wir noch ein paar mehr Leute, ne? Schon was Spannendes zu sagen. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten 3, 5 und 10 Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Ist Pause. Dann warten wir jetzt, bis der Abteilungsleiter wieder hier ist. Okay. Nächste. Gut, dann wurde in seinem Namen auch schon erwähnt, Reef. Der einzige halbwegs freundliche Typ hier in Shinra. Bisher von den Vorständen jedenfalls. Ja, das ist noch ein relativ wichtiger Charakter. Im allgemeinen Spiel. Also auch, was jetzt hier nach Midgar alles kommt. Im Gegensatz zu den meisten, ich meine, einige haben auch hier so hier und da einen Auftritt, aber nicht mehr so einen großen. Spoiler übrigens. Na gut. Dann lass mal gucken. Ich habe ihn selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hier auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Hab mich so erschreckt, hab glatt meinen Tee. Na, halt's mal! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich. Reef? Ja. Wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist. Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die das Schäden beheben. Das Stichwort heißt hier Neo Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Mako-Stadt errichten. Das ist überstürzt. Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land. Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Wie du es tust, ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Doch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja, ja. Spannend, nicht? Wenn das alles ist. Herr Direktor,
Sitzung vertagt. So, warten Sie doch! Alles fügt sich. Okay. Ein paar sehr blöde Nachrichten für uns. Wir haben unseren Mann, den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Eris. Los, hinterher. Okay. Jupp. Mein Gott, sind die schnell rausgerannt. Na gut. Alter, wartet ein bisschen. Das Schwert wiegt eine Tonne. Aber bitte sag mir, ich muss hier nicht hinterher schleichen. Oh, der ist da, ne? Ja, ich muss den hinterher schleichen. Wer hätte das gedacht? Er ist also wirklich hier aufgetaucht. Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Welchen Spross das wohl ergeben würde? Ach, ich schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. Und wir sind drin. Cool. Na, warte. Jetzt geht's dem Professor erstmal an den Kragen. Ist der immer noch irgendwo hier? Nee, ne. So, boom. Und nö. Wird eigentlich voll geil sein, oder? Ja. Na gut. Ich nehme an, hier ist nichts, ne? Mein Gott, habe ich viele Sachen. Haben wir alles? Haben wir immer noch alles? Haben wir wahrscheinlich auch alles? Nö, ja. Ja, gut, dann. Oh Gott. Was wir hier alles noch finden, ne? An Zeugs. Oh, ich freue mich gleich schon. Jetzt kommt der ganze interessante Teil. Im Shinra-Gebäude. Ist noch da, ne? Stimmt. Ich komme einfach mal näher, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Wie du uns nicht bemerkt. Stehen bleiben. Ah? Bist du taub oder was? Jetzt baller ich dich ab mit meiner Keule. Das besprechen wir drin. Also für uns brav rein. Ihr seid sicher von dieser, wie hieß die noch, diese Terrorgruppe? In diesem Lawine oder irgendwie sowas. Ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Ah, Tsunami, genau. Der Direktor ist oben. Also, verschwindet. Hättest du gern. Los, weiter. Keiner bewegt sich, klar? Bitte nicht zu drängeln. Im Gegensatz zu euch bin ich zart beseitet. Wie konnte ich nur? Aus welchem Grund seid ihr hier? Du wirst unsere Freundin freilassen.
Freundin? Wo ist Aris? Oh, ihr kennt sie also. Sehr interessant. Ah, verstehe. Das heißt dann also, natürlich. Was brabbelst du da? Nichts. Ich habe mir nur vorgestellt, was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Ah, war ja klar. Gnade gibt es nicht. Ah, kommt gleich irgendwas raus, ne? Ich finde das Design von Hojo richtig cool. In diesem Spiel. Oh, hallo Cthulhu. Okay, da wird bestimmt wehtun, ne? Man weiß nicht, das Viech, das man normalerweise später bekämpft. So, wer hat jetzt Dreck? Nicht übertreiben. Okay, Tifa, du musst analysieren. So, nichts zum Klauen, doch Amulett aus alter Zeit, super. Mach mal noch mal. Ich glaube, dann erscheine ich vor dem Kampf, ne? Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich irgendwie ein halbes Gebiet irgendwie noch mal neu spielen muss, oder? So, jetzt starte mich bitte vor dem Kampf, damit ich noch mal umrüsten kann, bitte. Ich habe Stehen, glaube ich, nicht ausgerüstet. So, komm. Alles klar. Da war gerade ein riesiger Spoiler schon im Ladebildschirm. Hey, da müssen die sich doch mal ein bisschen ja besser irgendwie ja programmieren. Oh, Stehlen. Meine, ohne Kontext ist halt jetzt vielleicht nicht so ein riesiger Spoiler, aber trotzdem. Alles klar. Versuchen wir noch mal. Diesmal das Ding aus alter Zeit, da wird ja wohl hoffentlich was bringen, ne? Ist der, ne? Oh, sehr gut. Direkt bekommen. Ich meine, als dieser Boss, den man erst später bekämpfen würde im Spiel. So, er lernte Feintechniken, okay. Amulett aus alter Zeit. Okay, die Kleinen haben irgendwie was, was ich lernen kann. Interessant. Tue ich mal Cloud steuern, weil er hat Feintechnik ausgerüstet. So, wir gehen auf Nummer sicher. Regener, weil Boss. Ich nicht glaube, dass das so ein fetter Boss ist, oder? Konzentriere mich einfach auf euch. Mach mal deine Hand kaputt, ne? Au. Warte mal, ich habe jetzt hier. Nö, schon anfassen. Der ist zur gleichen Zeit wie ich gesprungen. So, ich habe jetzt hier Kurzbefehle ein bisschen geändert. Bessere Übersicht und so. Das ist so schwierig. Ah. Aha. Ach ja, ich habe ja geändert. Äh.
machst du da? Die ist auch viel dramatischer. Ihr seid alle wieder. Ach, komm mal her. Warum geht ihr alle so weit weg? Ja, bestimmt irgendein Grund, ne? Oh Gott. Oh, da ist eine Bank. Kann ich mal noch kurz chillen? Bonk. Hier drin kann es kaputt. Nee, ist doch jetzt ist kaputt. Ich hoffe, die ist trotzdem noch da, auch wenn die. KP-mäßig geht es uns eigentlich recht gut. Überraschenderweise. Oh Gott. Nein, nicht kratzen. Oh. Ich habe immer noch nicht. Ist immer du auch hast gelernt. Also muss ich euch nur am Leben lassen. Oh, die Gegner ist abgelaufen, glaube ich. Oh, Selbstzerstörung. Das habt ihr also. Warum bleiben die ganze Zeit hinten? Das ist voll verdächtig. Na Gott. Ich geh einfach auf dich los. Ist jetzt nicht so schwierig. Ich halte mich mal hoch. Und euch auch. Die linke Hand nicht gerade schon kaputt gemacht. Flüstert. Okay, hier habe ich die linke Hand jetzt gar nicht getroffen. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Aber ich bin vergiftet, sehe ich gerade. Oh. Bird, mach dich. Oh, komm schon. Bird wollte gerade angreifen. Bird ist traurig. Okay, was jetzt? Ich habe Angst. Was los? Was macht er? Klaut hoch. So. So, hab ich gerade erledigt mit einem Schlag. Okay, warum kriege ich jetzt so auf die Fresse? Ich bin alle vergiftet oder was, ne? Bringt glaube ich nichts dazu heilen, weil er wird er wahrscheinlich die ganze Zeit machen, ne? Na, die tun sogar von alleine ausweichen, ne? Wie klug sind die? So, warte, deine linke Hand mache ich kaputt mit maximaler Wut. Du bist jetzt weg, pass auf. Meine rechte Hand sieht viel cooler aus als deine linke Hand. Sehr gut. Okay. Da sag ich doch, war jetzt nicht so schwierig. Na gut.
Gut, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier, ne? In der nächsten Folge sehe ich euch dann wieder, wenn es wieder ist, Final Fantasy 7 Remake. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.